Jo. Naruto? Aus Naruto? Nein. Nee, ist Okay. es nicht. Okay. Aber gut. Willkommen, liebe Leute. Der gute Matze und die gute Misa bereiten sich auf das nächste Spiel vor. Machen wir gleich mal ein neues Spiel. Ja, der vergessene Wandel. Da können wir ja schon mal gespannt sein, wie es ohne Maya weitergeht. Genau. Kommt die nicht wieder? Zumindest nicht hier. No. Wie bin ich nur in diesem Schlamassel geraten? Was sieht ihr immer? Ja. Das ist weit genug. Sie können nicht ewig weglaufen, Herr Phönix White. Oha. Oha. Was habe ich falsch gemacht? Ich kann nicht erlauben, dass Sie so weitermachen. Aber ich bin doch nur ein einfacher Strafverteidiger. Ruhe! Sie sind es nicht länger wert, Ihren Titel zu tragen. Ich hoffe mal, das ist ein Ah, Albtraum. es sieht stark danach aus. Aua. Klink. 8. September, 9:08 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagten Zimmer Nummer 1. Ja, wir haben es geschafft, wir sind die Nummer 1. Aha. Oh, was für ein Albtraum. Und ich wette, dieser Klingelton ist schuld. Ich sollte wirklich direkt vor einer Verhandlung kein Nickerchen mehr machen. Wohl wieder aufgelegt. Ah, gut. Ich habe es endlich gefunden. Au. Das war knapp. Es ist nichts Persönliches, Herr Anwalt. Aha, sondern rein geschäftlich, ja? Es scheint, als würde dein Nickerchen noch etwas verlängert. Ja. 1 Minute später. Au, mein Kopf, er tut weh. Warum ist alles hier so verschwommen? Habe ich schon wieder eine Drohung genommen oder was? Autsch, meine armen Ohren. Guten Morgen. Nicht so hängen lassen. Könnten Sie bitte Ihre gute Laune etwas dämpfen? Mir drunter Schädel. Mein Kopf tut irgendwie weh. Stecke ich in Schwierigkeiten, Officer? Oh ja, der Hund ist wieder da. Hilfe! Schwierigkeiten? Moment, vergessen Sie es. Sie sind eine Polizistin, oder? Ich dachte, ich habe vielleicht etwas angestellt. Wovon sprechen Sie? Ich bin die, die in Schwierigkeiten steckt. Was? Ich lege mein Leben in Ihre Hände, Herr Phoenix Wright. Leben in meine Hände? Wer bin ich denn, Arzt oder so? Sie haben es mir versprochen. Sie haben gesagt, Sie beweisen meine Unschuld. Okay, also bin ich Frauenarzt, okay. Als Unschuld? ich schon glaubte, alles wäre verloren, als die anderen Anwälte mich auslachten. Ich mach das schon, haben sie gesagt, sagten sie. Sie, der große Phönix White, kam zur Rettung. Und das einfach so. Ich war zu Tränen gerührt. Ja, das sieht man. Die ganzen Disco-Kugeln im Kopf. Ich werde niemals vergessen, was sie für mich tun. Niemals. Wovon redet das Mädchen da? Ich schaue gerne bei Prinzessinnen zu und hoffe immer, dass sie gewinnen. Wenn ich frei habe, komme ich auch gerne her und was ist los? Sie verhalten sich so seltsam und starren mich die ganze Zeit an. Mami, was ist nervös? Oh, Entschuldigung. Ich habe Angst zu fragen, aber es muss ja raus. Also, das klingt jetzt vielleicht schlimm, aber wer bist du? Antun, dass ich bald vor Gericht muss. Also sind wir zusammen oder was ist jetzt los? Er
Da muss ich dich nicht mit Harold anreden. Nee, nee. Die sind ausgesprochen grausam. Jawohl. Nein, ich meinte es nicht so. Behandelt einen Strafverteidiger so seine Mandanten? Ich fasse es nicht. Nein, es ist nur, nun, ich glaube, du bist bei der falschen Person oder so. Ich bin, Ja, ich bin? Ich bin, wer bin ich? Wieso weiß ich das nicht, Die Gerichtsverhandlung beginnt bald. Die Angeklagte und die Anwalt mögen sich bitte umgehend im Gerichtssaal einfinden. Die Behandlung beginnt. Ich verlasse mich dort drin auf sie, okay? Oje, oje. Das fängt ja gut an. Ich habe wohl eine Amnesie. Mal sehen, was kann ich mir zusammenreimen? Nach diesem Gespräch weiß ich mit Sicherheit, dass ich Strafverteidiger bin. Und dieses Mädchen, ich sagte, ich würde ihre Unschuld beweisen. Ich kann nicht glauben, dass ich ein so unverantwortliches Versprechen gemacht habe. Ach, irgendjemand bitte. Irgendjemand soll mir sagen, dass das nur ein böser Traum ist. Das jetzt nicht mehr. Warum habe ich das Gefühl, dass ich aus diesem Traum nicht aufwachen werde? Weil es die Realität ist. Genau. Ja. 10 Uhr. Das Gericht verhandelt nun den Fall von Maggie Bird. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Was ist los, Herr Freud? Sprechen Sie mit mir? Sehen Sie ja noch einen anderen Strafverteidiger? Ich schätze nicht, Also sind Sie bereit? Ja. Ich schätze, für einen Moment sollte ich ja sagen. Sind Sie bereit, Herr Freud? Ja, Herr Ehren, einen Moment. Wenn Ihr Leben in meinen Händen liegt, sollte ich mich verantwortungsvoll verhalten. Nun, Euer Ehren, es ist so, mein Gedächtnis ist irgendwie ein wenig, Das Gericht wird sich keine Ausreden von der Verteidigung anhören. Da die Angeklagte eine Polizistin ist, wird der Fall aufmerksam beobachtet. Darum müssen wir dieses Verfahren gerecht, aber schnell führen. Ich glaube, ich habe Ihnen das schon einmal gesagt. Das haben Sie doch wohl nicht vergessen. Eigentlich schon. Herr Payne, Ihr Eröffnungsplädoyer bitte. Hat sie nicht früher mal orangene Haare? Payne? Nein. Ein anderer Payne. Ach so, ja. Insider. Ja, und die Nasenpiercings fehlen. Ja. Ja, jetzt. Wie Sie sicher wissen, wird der Angeklagte der Mord an Ihrem Geliebten vorgeworfen. Noch schlimmer, Ihr Geliebter war ebenfalls ein Polizist. Ein Polizist? Sie haben einen Polizisten was angetan? Ich weiß nicht. Und außerdem waren Dustin und ich keine Geliebten in dem Sinne. Wieder so eine Sugar Daddy Sache, oder? Oder Friendship with Benefits. Das könnte auch sein. Ja, wie dem auch sei. Die Anklage wird beweisen, dass die Angeklagte ohne Zweifel die Schuldige ist. Na gut. Herr Payne, rufen Sie bitte Ihren ersten Zeugen auf. Ist eine Weile her, Herr Freit. Mal sehen, was Sie seit dem letzten Mal gelernt haben. Diesmal werde ich keine Gnade walten lassen, Anfänger. Nenn dich immer noch Anfänger. Okay. Und wer sind Sie nochmal? Bringen Sie bitte Inspektor Dickkammschuh in den Zeugenstand. Ach, jetzt wieder Inspektor. Es geht los, enttäuschen Sie mich nicht, Herr Freit. Ich kann mich nicht verstecken, ich bin sowas von tot. Naja, da Gantja der Täter war, glaube ich nicht, dass seine Kündigung noch wirklich rechtskräftig war. Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Mein Name ist Dick Gamschow. Ich bin der für Mordfälle zuständige Inspektor dieses Bezirks. Sie sehen nicht sonderlich entspannt aus, Inspektor. Und die Angeklagte, sie ist meine Untergebene, also wissen Sie... Du arbeitest unter diesem Kerl? Na, und als ich noch in der Ausbildung steckte, hat er immer auf mich aufgepasst. Jawohl. Ach, wie süß.
Er ist so ein wunderbarer Kerl. Ich werde ihm auch ewig dankbar sein. Hm. Okay, beruhige dich. Ich glaube dir ja. Inspektor Kamschuh, bitte beschreiben Sie uns die Einzelheiten des Mordes. Ja, Sir. Er geschah im Park in der Nähe des Hauptquartiers, dem Exposé-Park. Das Opfer war einer der örtlichen Polizisten, Dustin Prince. Er wurde von den Bänken auf dem oberen Pfad heruntergestoßen. Bei der Landung brach er sich mehrere Knochen und das Genick. Die Einzelheiten stehen in dem Bericht, der gestern rausgegangen ist. Oh ja, dieser Autopsiebericht, richtig? Warum erinnere ich mich nicht daran, eine Kopie erhalten zu haben? Weil du dich in gar nichts erinnerst. Wie ich sehe, ist hiermit alles in Ordnung. Sogar die geschätzte Todeszeit wird ungewöhnlich genau angegeben. Ja, die Uhr des Opfers blieb beim Aufprall stehen. Die Ergebnisse der Autopsie bestätigen die Todeszeit. Wenn Sie erlauben, Euer Ehren, würde die Anklage gern dieses Foto als Beweismittel einreichen. Na gut. Das Gericht akzeptiert es. Tatortfoto 1 zur Gerichtsakte hinzugefügt. Wollen wir das gleich angucken? Ja. Also ich erinnere mich daran, dass bei der Voranhörung gestern ein sehr wichtiges Beweisstück vorgelegt wurde. Ja, Euer Ehren. Ja, Sir. Ja, glaube ich. Herr Freud, ist mit Ihrem Kopf heute alles in Ordnung? Es wurde ein sehr wichtiges Beweisstück unter dem Körper des Opfers gefunden. Ja, tatsächlich? Sind Sie verrückt geworden? Nun, eigentlich ja. sind es nur die Nerven? Gib mir einen Moment. Natürlich, ich habe die Lizenz zum Töten. Nun gut, ich helfe Ihnen. In einem Moment wie diesem sollten Sie einen Blick in die Gerichtsakte werfen. Ah, ich bin schlau. Gerichtsakte? Ich glaube, das bist du wieder. Ja, Informationen über Beweise und Personen, die mit dem Fall zu tun haben, stehen dort drin. Können Sie einsehen, indem Sie die Taste Gerichtsakte drücken. Ja, das machen wir besser gleich mal. Das sind Autopsiebericht. Todeszeit 9.06. 18.28 Uhr. Todesursache Genickbruch, außerdem überall Prellungen. Eine Brille unter der Leiche des Opfers gefunden. In der Nähe lagen Gläser für Kurzsichtige. Tatort Foto 1. Ich würde mal sagen, wenn er da runter segelt, ist es kein Wunder, dass er Prellung und ein gebrochenes Genick hat. Ja. Kann man sich die Uhr da näher angucken auf dem Foto? Nee. Oben. Die an der Wand. Dieses runde Ding. Da. Nein. Kann man nicht. Kann man gar nichts untersuchen im Menü. Nee, das kann man auch nicht untersuchen. Ja, dann noch das Handy. Habe ich in meiner Tasche gefunden. Aber ich weiß nicht wieso und was es das sollte. Ja, und dann natürlich das Neue, wir können Profile angucken und die dann auch als Beweise benutzen. Ah. Okay, Maggie Bird, meine Mandantin. Ich weiß nur noch, dass sie Polizistin ist. Ich hoffe mal, du weißt auch, dass sie weiblich ist. Ansonsten hast du... Wenn er Polizistin sagt, würde ich das wissen. Das Opfer, ein Polizist, war wohl mit der Angeklagten Maggie Bird verabredet. Okay, 30 und 22. Oh, netter Altersunterschied. Oh. Winston Payne, 53. Der zuständige Staatsanwalt hat kaum Charisma, ihm fehlt es an Überzeugungskraft. Immer wieder nett. Dick Gamschuh, 31. Der Bezirksinspektor, er führt die Ermittlungen. Okay, das war's dann schon. Die können... Achso, nix. Ich wollte gerade den Text zweimal lesen. Ja, die Taste Gerichtsakte, du weißt wirklich, wovon du sprichst, was? So schade, dass ich Polizistin bin. Ich könnte auch ein Rechtsbeistand sein. Okay, du bist angestellt. Herr Freud. Ja, Euer Ehren. Die Verhandlung läuft. Heben Sie das Geplapper für später auf. Entschuldigung, Euer Ehren. Nun, ich schätze, ich schaue besser mal in die Gerichtsakte und sehe, was zu finden ist. Haben wir schon. Mhm. Wie war das nochmal? Die Taste Gerichtsakte. Wo finde ich die auf meinem Pult? Oh. Na gut, Herr Freud.
Sehen wir mal, ob Ihre Notizen in Ordnung sind. Was für ein Beweisstück wurde unter dem Körper des Opfers gefunden? Eine Brieftasche, eine Brille oder eine Polizeimarke? Eine Brille. Das ist einfach euer Ehren. Ein Hund. Eine zerbrochene Brille. Das ist richtig. Das Opfer packte die Brille des Verbrechers, als er gestoßen wurde. Und hielt sie während des Sturzes fest. Hey, warum starren Sie mich so grimmig an? Ich wollte nur gucken, ob du noch deine Brille hast. Diese Brille, die du trägst. Ja, das ist meine Ersatzbrille. Oh. Aber die Brille, die man am Tatort gefunden hat, ist nicht meine. Ich schwöre es. Bist du sicher? Es war Zufall, dass ich am selben Tag besinnlich um meine Brille trat. Zufall, sagt sie. Rax. Ja. Ja, Ehren. Ich habe weitere Beweise vorzulegen. Oh, tatsächlich? Noch mehr? Und hören Sie auf, wie eine alte Hexe zu kichern. Genau, das ist ein entscheidender Beweis. Na gut. Soll unser Zeuge uns diesen Beweisen berichten? Na dann. Erste Zeugenaussage. Ging ja fix. Es gab noch etwas Belastenderes unter dem Körper des Opfers. Während seiner Verabredung wurde das Opfer von der Bank gestoßen. Aber er schaffte es, den Namen des Täters auf den Boden zu schreiben, wo er landete. Ja, nee, ist klar. Ich sage es nicht gern, aber es war eindeutig der Name der Angeklagten Maggie. Bei diesem Beweis und der Brille fällt es schwer, an ihre Unschuld zu glauben. Also wenn er einen Genickbruch hatte, wäre es ihm unmöglich, das noch so klein zu schreiben. Ja. Das ist ein Foto des Wortes, euer Ehren.